Hallo hier, herzlich willkommen zur Bibelarbeit. Leute sagen, Glaube ist doch in erster Linie was für Kopf und Herz und die Seele. Stimmt in sich ja in bestimmter Hinsicht natürlich auch. Nur hat natürlich der Glaube sehr viele andere Dimensionen noch und betrifft eigentlich das ganze Leben. Und genau das andere Leben schlägt auch wieder auf den Glauben zurück. Und das wird so ein bisschen deutlich, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal den Jakobusbrief angucken. Ich habe da so einen kleinen Text ausgesucht, aber zunächst zu Jakobus. Jakobus, der schreibt in eine Zeit hinein, wo die christliche Gemeinde eine Minderheitensituation hatte, wo die Leute verstreut waren und in einem heidnischen Kontext sich irgendwie behaupten mussten. Und er legt sehr viel Wert darauf, dass die Menschen sich eben auch, wir würden heute sagen, christlich verhalten, also die Nächstenliebe üben, freundlich sind, Sanftmut üben, dass sie nicht gemein sind. Also es geht dann auch darum, dass sie Witwen und Waisen besuchen, dass sie nicht die Personen, also die Reichen irgendwie bevorzugen gegenüber den Armen, dass sie in Gerechtigkeit handeln und viele Dinge mehr. Dass Jakobus darauf Wert legt, ist ihm dann auch irgendwann mal zum Vorwurf gemacht worden. Gerade Luther hat ihm auch irgendwie deutlich gemacht, das wäre zu viel Werkgerechtigkeit, was der Jakobus da vermittelt. Wir haben jetzt gelernt, dass wir Luther nicht in allen Dingen folgen müssen. Das gilt auch für andere Themen und das gelernt haben wir auch für Jakobus und seine Einschätzung stimmt es auch nicht ganz. Es lohnt sich in jedem Fall, mal genauer reinzuschauen. Ich habe jetzt einige Verse ausgesucht aus Jakobus Kapitel 1 ab Vers 22. Jakobus Kapitel 1, Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Vers 22, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Deutlich geworden ist, Jakobus legt eben auch Wert auf die Tat. Warum? Sonst betrügt ihr euch selbst, also sonst macht ihr euch was vor. Irgendwie macht er offensichtlich deutlich, der wahre Glaube, der zeigt sich erst dann, wenn ich jetzt nicht nur das Wort höre und in meinem Kopf bedenke, sondern irgendwie muss es auch umgesetzt werden. Und wenn es nicht umgesetzt ist, ist es irgendwie nicht ganz und nicht vollständig. Ich komme sicherlich nochmal darauf zurück. Ich möchte das nächste Bild hier entfalten. Also, denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass die damals nicht so viele Spiegel hatten. Und wenn man mal in so einen Spiegel reingeschaut hat, dann kann es durchaus sein, dass es lange dauert, bis man wieder reinschaut und insofern vergisst man das. Aber diese Wortwahl hat sicherlich auch noch ein bisschen tieferen Sinn. Also es ist das Angesicht im Spiegel beschaut, also nicht sich selbst, sondern sein Angesicht. Und da ist eine Erklärung bei, sondern es ist das Angesicht, das man von Geburt an hat. Oder es ist das, wofür man da ist, wo es im Leben drauf ankommt. Das ist das, der Fokus, der hier gesetzt wird. Wer das, worauf es ankommt im Leben, im Spiegel beschaut und dann weggeht und es vergisst, dann hat man nichts gewonnen. Dann hätte man genauso gut nicht in den Spiegel reinschauen können. Also man geht rein, beschaut und vergisst es ist eben, man vernachlässigt es und übersieht es. Man kümmert sich nicht darum. Also offensichtlich ein Bild aufgefangen von dem, was man wirklich ist, aber man kann es nicht umsetzen oder man setzt es nicht um und vergisst es einfach wieder. Man kann sich sehr schnell vorstellen, wie in einer heidnischen Umgebung, wo vielleicht ganz andere Werte gelten, den Menschen deutlich geworden ist, aha, ja, eigentlich bin ich ja von Gott her neu geboren, aber dann gehe ich in mein Leben wieder hinein und ja, das umzusetzen, das funktioniert da eigentlich nicht. Vers 25, der Weg, der positiv beschrieben wird, wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun.
hier ein Unterschied zwischen Beschauen im Spiegel, das ist so ein Beschauen, so ein Prüfen und so ein abständiges Beschauen. Vers 25, nein, nicht dieses abständige einfach nur Anschauen, sondern ein Vertiefen, ein Hineinschauen oder sich vorbeugen, um genau zu sehen. Also hineingehen und dann nicht einfach in irgendwas, sondern in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das Wort, wo es darum geht, ist eigentlich das vollkommene Gesetz der Freiheit. Diese Kombination von Gesetz und Freiheit mag uns irritieren, aber letztlich geht es um das Wort, das uns Menschen frei macht, in die Freiheit setzt und uns befähigt, in Freiheit das zu tun, wofür wir eigentlich geschaffen sind, in unserer Tiefe, nämlich dazu, Liebe zu üben. Und da geht es also darum, wer sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, beharren, festhalten, nicht nur schauen, sondern festhalten und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Die Kombination in seinem Tun ist, nicht sein Tun macht ihn selig, sondern er wird selig sein in seinem Tun. Das heißt, dieses Tun des Guten hat dazu geführt, dass der Mensch in sich ganz neu ist, geändert ist. Beispiele dafür, also mir ist klar geworden, der Körper hat auch an und für sich ein Gedächtnis. Das merken wir daran, wenn wir zum Beispiel zur Fahrschule gehen und irgendwann Auto fahren. Die Mechanismen, die da sind, die automatisieren sich irgendwann und sind irgendwann ein Teil von dir selbst. Ähnlich ist es beim Schwimmen. Wer Schwimmen gelernt hat, vergisst das nicht wieder. Es ist einfach automatisch drin. Man überlegt auch nicht mehr. So wissen wir, dass wir bestimmte Dinge, die wir neu lernen müssen, es reicht nicht, wenn wir sie einfach nur hören, sondern wir müssen sie verinnerlichen. Sie müssen ein Teil unseres Ganzen werden. Und so lernen wir nicht nur dadurch, dass wir uns bestimmte Dinge ausdenken oder uns Gedanken darüber machen, sondern wir müssen es in unser Leben hineinlassen und das funktioniert so, dass wir es tun, immer wieder tun. Und nur dann wird genau das, wo es darum geht, ein Teil unseres Ganzen. Also der Mensch soll nicht nur in den Spiegel gucken, um sein Angesicht zu sehen von außen, wofür er da ist, sondern er soll ganz vertieft hineinschauen, dabei beharren. Und das, wofür er da ist, soll er umsetzen. Einfach versuchen. Immer wieder. Ein Spruch, den ich mal gelernt habe, man lernt nicht nur von innen nach außen, sodass ich eine Überzeugung habe und dann mache ich es, sondern es geht auch andersrum. Indem ich bestimmte Dinge tue, prägt sich auch mein Inneres. Man lernt auch von außen nach innen. Und das ist das offensichtlich das, was Jakobus deutlich machen will. Also nicht nur über irgendwas nachdenken und sich Gedanken machen, sondern der Glaube ist etwas, der dich von innen prägen muss, zu einer Selbstverständlichkeit werden muss. Und nur dann ist dieser Glaube auch ganz. Und da geht es nicht um Werkgerechtigkeit. Es geht aber darum, dass dieser Glaube dich ganz erfasst. Wer sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit, interessant, dieses Gesetz der Freiheit, nur wer sich vertieft, wird sich auch als befreiter Mensch entdecken können. Nur wer sich vertieft in das Wort Gottes, wird sich auch als der von Gott in seiner Liebe Angesehene erleben können. Nur wer diesen liebenden Blick immer wieder wahrnimmt und sich darin vertieft und es lernt und umsetzt, das spiegelt sich auch zurück auf mein eigenes Empfinden und auf meine eigene Einstellung und auf meinen eigenen Glauben. Und genau darum geht es dem Jakobus. Keine billige Werkgerechtigkeit, jetzt das Werk ist das Äußere, gegenüber dem Glauben, der als Äußeres da ist, sondern es gehört zusammen, ein Ineinander. Und darin wird ein Mensch eben selig werden. Selig in dem Sinne, dass die Beziehung zu Gott stimmt, zum Nächsten stimmt und zu dir selbst eben auch stimmt. Das ist vielleicht eben die Seligkeit, die gemeint ist. Okay, bis zum nächsten Mal.